weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Und die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorato und der Rebellion viel bedeuten. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Die wollen jetzt nicht mit mir reden? Okay, oder vielleicht darf da jetzt auch gerade nicht. Bambi, ich habe den goldenen Bambi. Ja, gut. Ein Brief für mich. 29. November 1603. Nach dem Abendessen verließ Lopez die Stadt. Da ich fürchtete, er könnte nicht zurückkehren, folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Er stand dort und seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. Zuruilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden, flüsterte er mir ins Ohr. Okay. Ich habe ja irgendwie noch eine Aufgabe hier zu erledigen, ne? Warte mal. Das ist das mit den Würfeln, genau. Das ist das. Nee, dann kann ich das nicht bewegen. Setze. Da ist ein Dokument. Hier unten haben wir ein Relikt. Da ist ein Wandgemälde. Okay. Oh, jetzt muss ich von oben erstmal runter. Na gut. Juhu, das kennen wir doch schon. So, dann laufen wir mal hier so lang. Muss ja hoch. Warte mal. Ja, aber das ist auch noch was. Aha, okay. Ja, Bitte was? Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Aha. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Ja, aber man soll nicht in einer Höhle spielen. Okay, vor mir ist das Relikt. Das ist es nicht. Ein nach oben. Okay. Den hatten wir schon. Wo haben wir denn das Relikt? Jetzt ist das hinter mir. Ach, auch da drin. So viele Sachen sind halt immer irgendwo hinter, wo man nicht ran kann. Das ist aber ziemlich gemein. Na gut, dann machen wir das aus.
Dann versuche ich. Warte mal, da ist auch die Nebenmission, kann das sein? Genau, das Milliardewürfel. Stimmt. Müssen wir jetzt mal wieder nach unten kommen. So, hui, guck mal, was ich springen kann. Hier, kennst du den von? Haha. Und ich schwimme, schwimme, schwimme wie eine Frau, so schnell, schnell, schnell. Das finde ich gel, 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 bum, bum, bum. Ja. So. Nein. Geh, komm, geh. Geh da. Halt mit dem von? Nein. Das ist der, ne? Tödliche Erdenmutter. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Coat Liquae, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. Ah ja. Naja, ein paar... Hallo? Jetzt bist du durchgestrichen. Ach so. Stimmt. Moment, wir sind jetzt hier. In der Feder liegt die Kraft. Aber diese roten Dinger kann ich noch möglicherweise. Merkwürdigerweise kann ich da kein Zeichen machen bei denen. Aber gut, einmal da hoch, dann wieder links und dann mal gucken. Einmal hier hoch. Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Ja. So, ich bin jetzt hier. Moment, ich muss da hin. Links. Ach, das ist die wieder. Hier war ich auch schon mal. Warte mal. Ja. Knoten mal so komisch. Oder so. Einmal hier. Das ist merkwürdigerweise auch nichts. Nö. Und hier? Da haben wir Holz, aber Holz ist voll. Warte mal, guck mal. Da, Herausforderung abgeschlossen. Ja, 100 Punkte. Tarifa, die Feder, die ist da. So. Nein, wieso kommt denn das? Bleibt doch hier oben. Überlebensversteck. Dann haben wir da noch ein Dokument und Turmsprung. 2 von 4. Dezimaler Absturz. Aha. Ja, Herausforderung abgeschlossen. Platz.
Ja. Hi. Das ist ja. Guck mal hier. Was habe ich hier? Noch ein Wandgemälde. Warte mal. So, links, rechts, wie so ein Labyrinth. okay, mal gucken. Ja. Huga saga huga 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 saga huga 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 saga huga 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 saga huga huga pa 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 da pa da 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 da. Ich trommel den ganzen Tag auf der Trommel um. Und das macht mich high und da falle ich gar nicht um. Hey ja, hey ja, hey ja, hoa, hey ja, hey ja, hau. Okay, die ist schon von der ganzen Trommelei umgefallen. Vorsicht. Zeig mir nicht deinen dicken Arsch, Mann. Jetzt bin ich da. Huga zaka huga. Der ist aber nicht auf der Karte drauf. Nee. Aber jetzt blinkt da was. Merkwürdig. Gut, wieder einen Punkt bekommen. Und das Ding nennt sich. Das Ding nennt sich. Erstkontakt. Es war, wie es die Prophezeiung vorhergesagt hatte. Angekündigt von der Feuersäule in der Nacht, der Zerstörung unserer Tempel und der Warnungen der weinenden Frau und des zweiköpfigen Mannes trafen die fremden Krieger bei Sonnenaufgang auf dem Rücken gewaltiger Hirsche ein. Sie töteten die schwachen Anführer und beanspruchten das Land und seine Bewohner für sich. Die haben kein Geld hier für eine richtige Hose. So, ich bin jetzt da. Können noch einen nach oben gehen und den nach rechts? Hm. Da oben war ich auch noch nicht. Hallo. Hi. Ich sehe mich hier nur ein bisschen um. Kann man hier einmal um das Haus rumgehen? Vielleicht gibt es ja hier irgendwo was. Glaube nicht, dass man hier drinnen was finden. Doch. Einmal die Haut hier von irgendeinem. Ich schätze mal Alpaka oder so. Ja, ja, hat die Fresse. Machete. Gut, mit denen kann ich nicht reden. Schade. Ah, sag bloß. Lagerfeuer. Juhu. Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Ja. Und das ist ja schon was. So, jetzt kann ich mit Ihnen reden. Unoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unoratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen. Nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Mitnehmen.
Egal, gehört nicht mir, nehme aber trotzdem mit. Ein Hund, der kniet. Oh, hier muss was sein. Da. La la la. La la la. 25 Punkte noch dazu gekriegt. Juhu. Hi, bist du der Boss? Okay. Und ja, mit dir würde ich mich halt nicht anlegen. Gut, jetzt gehen wir hier weiter, dann komme ich dahin. Will ja auch wissen, was mit die Würfel da ist. Na, Kleine. Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Ich gehe erstmal hier hoch. Die Verstoßenen kennen den Willen der Götter. Gib mir ein Zeichen. Ich gebe dir gleich ein Zeichen. Aha. 35 EP und wir sind bei 68. Alter, das geht so langsam. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Ich will auch was Verlorenes zurückholen, und zwar die Würfel. Oh, die arme Vase. Na, kann man bei dir auch noch gucken dann. So, wir sind jetzt wohl zu weit, oder was? Das sind, nein. Mission verfügbar, ja. Aber da ist auch was mit. Genau. Hiki Gemaka Wik Nik Kiliku Gubaka Ako Nimik Mokta Kulu, ne? Ja. Nimik Dibu Badai. Waren wir hier schon, ne? Nein, waren wir nicht. Prozent Gott des Lernens. Izamna ist der Sohn von Hunabku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft. Er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Izamnas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils. Aber man kannte ihn auch als Kinicha Hau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Aha. Okay. Gold. Nochmal Gold. Ich hab das nie gewollt. Ich wollte nur Gold. Wiedergeburt und Neuanfang. Die Paitizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayawa nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen. Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. Oh Gott, kann man da so müde sein? So spät ist es noch wieder nicht. Maske des Feuergottes. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert.
Okay. Wenn sie schön macht. Oh. Rattengift oder sowas. Nee, den haben wir. Ja, ey, die Sammelei hier, ey. Wow. Kann man da auch gehen? Von mir aus gesehen jetzt hier ein bisschen. Und hier haben wir Missionen verfügbar. Ach ja, die will ich auch noch machen. Karte aktualisiert. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Du das beschreibt ja etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Hä? Na gut, Freunde. Das war's für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.